die Automarke Volkswagen als bedrohlicher Kampfstern und Klimakiller. Kein Werbespot aus Wolfsburg, sondern eine Kampagne von Greenpeace, genauer eine virale Videoattacke in zwei Folgen gegen den Volkswagen-Konzern im Netz, die sich via YouTube und Facebook rasant verbreitet. Volkswagen, so die Spots, gefährde den Planeten, weil sich die Firma dem Stopp von CO2-Emissionen verweigere. VW hatte beim amerikanischen Super Bowl, bei dem traditionell Firmen mit aufwendigen Spots zu glänzen versuchen, mit einem kleinen Jungen im Darth Vader-Kostüm geworben, damit einen durchschlagenden Erfolg in Fernsehen und Internet gefeiert und sein Image gehörig aufgewertet. Über 40 Millionen Menschen sahen den Spot allein bei YouTube. Nun bedient sich Greenpeace der populären Figur und nutzt sie in der inoffiziellen Fortsetzung für einen Frontalangriff. Hintergrund für die Kampagne ist nach Angaben von Greenpeace der gleichzeitig veröffentlichte Bericht »Die dunkle Seite des Volkswagen-Konzerns«. Dieser macht deutlich, wie der Konzern seit Jahren Konzepte für 1-, 2- und 3-Liter-Autos entwickelt, während er im Verkauf vor allem auf Spritschlucker setzt, so Greenpeace. Der Konzern verhindere strenge Vorgaben für mehr Klimaschutz. Ob und wie sich die virale Kampagne auf das Image von VW auswirken wird, wird wohl erst in einigen Tagen und Wochen zu sagen sein. Momentan gibt es aus dem VW-Konzern noch keine Stellungnahme. Ebenso, ob die kurze und erfolgreiche Karriere dieser Werbefigur nach der feindlichen Übernahme durch Greenpeace nun schon beendet ist. Dass frontale Attacken mit persiflierten oder fiktiven Werbespots tatsächlich erfolgreich sein können, dafür liefert Greenpeace selbst ein Beispiel. Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé änderte unter anderem aufgrund dieser Anti-Werbung seine Einstellung zu Palmöl, das lange Zeit für KitKat-Schokoriegel verwendet wurde.